das Blonde. Was soll das sein? Am Computer was oder was? Hä? Betty. Weißt du nicht, was eine Ex ist? Nö. Weißt du, was eine Stegreifaufgabe ist? Ich will dich erhängen. Weißt du, was eine Stegreifaufgabe ist? In der Schule meinst du jetzt? Ja! Oder sonst? What the fuck? Das gibt's bei uns gar nicht. Was? Ne. Warum sollte es bei uns geben? In jeder Schule eine Ex gibt? Ja. Nein. Ja, außer Berufsschule natürlich. Bei meiner alten Schule genauso. Was? Es müssen alle Exen geschrieben werden. Warum? Weil die es für die Noten brauchen vielleicht? Hä? Exen sind doch keine Klassenarbeiten. Unangekündigte kurze Klassenarbeiten, die um eine Stunde, die um die vorherige Stunde handeln. Ne, sowas gibt's bei uns nicht. Was? Ne. Bei euch nennt man das vielleicht Kurztest, keine Ahnung. Ja, aber die sind trotzdem angekündigt. Bei uns ist es nicht angekündigt. Bei uns sagen halt immer, ja, ihr müsst jetzt lernen. Ne. Sagen die einfach nichts, sie kommen einfach rein, ja, ja, los, schreit. Echt jetzt? Bei uns sagen sie immer, ja. Knechte. Ne, also bei uns wird im Locker einen Monat vorher gesagt, ja, da ist ein Kurztest, da ist die Klassenarbeit. Ja, Klassenarbeit normal, aber Kurztest oder Ex oder sonst was wird bei uns nicht angekündigt, nie. Ne, bei uns ist alles angekündigt. Eine Ex geht aber immer nur eine Stunde. Ich kann mir schon Ex voraussagen, deshalb kenne ich das auch nicht. Was Juli vielleicht mal ist eine Kurzarbeit. Das ist vielleicht. Aber wir haben keine unangesagten Tests, das haben wir nicht. Die Tests, wo ich meine, sind aber nur nicht angesagt werden. Viele machen es aber. Genau. Die sagen dann, gut, lernt das bitte für nächste Stunde. Aber ich kann dir auch sagen, wir haben auch nie einen Test geschrieben über die letzte Stunde, sondern dann ist oft so ein... Wir haben zum Beispiel nur Kurztests in Englisch geschrieben, in anderen Fächern gibt's das gar nicht. Ja. Gut, dann bestimmt auch die ganzen Noten her. Klassenarbeiten? Und mündlich. Und mündlich wahrscheinlich. Ja. Fertig. Ja, wie viele mündliche Noten macht ihr? Klassenarbeiten und mündlich. Zweimal pro Halbjahr. Ja, das ist ja voll gut. Wenig. Unser Lehrer macht fast jede Stunde irgendwelche mündlichen Noten. Ja, er schreibt es zwar auf, aber er macht nicht für jede Stunde. Daraus wird Natürlich, er macht dann eine mündliche Note. Draus. Ja, das schon. Aber er sagt uns nicht nach jeder Stunde, okay, ihr habt das und das, sondern er schreibt sich das ja auf. Zum Beispiel, wie oft habt ihr mitgemacht? Sagt er uns doch so nicht. Ja, gut, aber er sagt uns halt zweimal pro Halbjahr die mündliche Note halt. Wie ihr es dann halt einteilt, weiß ich doch nicht. Weißt du, sozusagen, ich krieg sozusagen die mündliche Note über ein Vierteljahr gesehen, was ich halt in der Zeit alles hab. Sozusagen. Ich hab ein Big Backpack, Paddy. Malz, gib her. Malz. Du kannst es selber noch machen. Malz. Oh, heute, wir hatten so Bio. Dann nimm doch! Und dann standen da so kleine Erstklässler von der Grundschule nebenan. Oh mein Gott, die waren so knuffig. Und die haben dann mit mir Kollega gesungen. Oh Gott, wie kann man so einen Scheiß reinhören? Und danach haben sie mir alle eine Profis gegeben, Alter. Ich bin so stolz auf die Kleinen. Scheiße. Kann man schon Kollega hören, ohne Witz. Waren so knuffig. Paddy, schmeißt du mir kurz noch den halben Stack Koppel rein, bitte. Zu mir. Welchen halben Stack? Da ist irgendwo ein halber Stack in der Kiste. Warum? Weil ich mach grad Treppen. Achso, für deinen Aufgang. Oh scheiße, hab ich zwei Stacks Treppen. Ich hab keinen Bock da immer zu... Weil das spart ja auch Dings. Das Geilste war mal bei Hardy beim Hardcore-Battle erstmal bei meinen Treppen machen. Ja. Ich habe so einen Arsch abgelacht und dann dämpft sein Kommentar, ja, das spart Essen. Und dann war er oben und hat 4 Hungerkeulen verbraucht. Ach, leck mich doch mal. Boah, ich hab mich jetzt voll mit so einem kleinen Fünfklässler angefreundet. Ach du Scheiße. Der ist irgendwie voll knuffig. Fünfklässler sind scheiße. Gott.
Ja, ja. Die werden von Jahr zu Jahr respektlos, aber der kam so zu mir einmal, fragt mich so, ja, was habt ihr zum Unterricht? Ich so, ja, das und das. Warum kommt ein Fünftklässler zu dir? Ja, das frage ich mich auch. Davor hat er mich immer nur pädophil angestattet. Und irgendwann kam der dann zu mir und hat mich gefragt, was ich Unterricht habe. Und der ist 11, der ist voll süß. Ach nee, warte, der ist 10. Und der heißt Fedo. Ist ja noch schlimmer. Boom, Fedo. Das kann ich mir wenigstens seinen Namen merken. Das konnte ich davor nicht. Auch Fedo ist voll der komplizierte Name. Fedo. Das ist irgendwie Pedo. Fedo. Ja, deswegen hat er mich immer so pädophil angestattet. Jetzt weiß ich warum. Ja. Oh. Jetzt hast du die Erlösung gefunden. Aber Nase juckt. Macht Spaß? Ja! Man hört's. Danke. Bitte. Warum habe ich Danke gesagt? Aber ich sage, man hört's. Verwirrt mich. Oh Gott. Das neue Firephone hat ein Display, das ihre Karten 3D ausstehen lässt. Was? Ja, das ist voll gerade so ein YouTube-Video als Werbung. Ja. Das ist nicht nur einfach ein Phone, das ist ein Firephone. Das neue Firephone von Anmatrix ist bei Telekom. Bei Telefucking.com. Ja, nein. Was wollte ich denn jetzt machen? Das habe ich schon wieder vergessen. Einfach nein. Nein. Ich bin von unten wieder hochgekommen, weil ich irgendwie... Ach, ich wollte Kisten mitnehmen. Warum? Gib mir mal das Backpack. Ich bin gerade am Haus. Kannst du mich am Arsch lecken? Kannst du mich am Arsch lecken, Alter? Wieso nützt du was von mir? Ich mache mir einfach zwei kleine Backpacks. So, jetzt kann ich mich mal... Ja, mach doch, viel Spaß dabei. Wie macht man das? Ah, es stinkt nun mal im Leder, der haben wir jetzt ja gekauft, nur Wursch und Leder. Leder. Gut. Ich mach jetzt mal ganz viele kleine. Mach das. Müssen wir da halt kauf dir noch einen Keks. Okay. Sag mir mal das nervigste Lied, was ihr je gehört habt. Irgendein Lied von Kollegen. Das geht jedem auf die Nerven. Ein Leakspin. Auf jeden Fall. Lapti-dei. Nein, warte, da. Die 10. Die 10 nervigsten Lieder. Oh Gott. Ich kenne nichts, was geht jedem auf die Nerven. Nö, mir geht's nicht auf die Nerven. Dann hörst du das mal eine Zeit lang. Nö, warum soll ich diesen Scheiß hören? Damit's auf die Nerven geht. Oh, ich weiß. Paddy, ich sag nur Apfelhure. Am Blut, aber lieber. Nö, das geht mir auch nicht auf die Das geht mir aber auf die Nerven. Dum 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 Weißt du, wann mich ein Blue am meisten angekotzt hat? Hm? Als ich an deinem Geburtstag mit Jonas draußen stand, als er dann eigentlich nach Hause gehen wollte. Ja. Und dann kommst du und störst einfach. Und auf einmal fängst du an zu singen, ein Blue. Ja. Hab ich gestört oder es tat mir aber nicht leid. Ja, weißt du, die zwei gehen da einfach mal so. Ja, dann hab ich dir versucht zu erklären, was ich... sagen ja, wollte. Ja, ja, irgendjemand wollte zu Norma. Warum ist das Rewe? Er wollte...
Ja, warum bist du zum Rewe? Ja, was willst du hier jetzt? Hä, wie? Was?